Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar von Titanfall 2, einem etwas in die Jahre gekommenen Spiel, muss man sagen. Das ist von 2016, aber ich habe mir sagen lassen, dass es gar nicht mal so wirklich schlecht ist, genauso wie Singleplayer-Kampagne, und die werden wir in diesem Let's Play auch spielen. Das Spiel selber ist von Respawn Entertainment und ein FPS-Shooter in der nicht allzu fernen Zukunft, so wenn ich jetzt mich nicht ganz stark irre. Daten sind in Frankfurt, bis. Okay, das soll uns egal sein. Man kann Multiplayer, wir machen die Singleplayer-Kampagne. Und treten ein in eine Welt mit Robotern. Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Ich weiß nichts von der Vorgeschichte von Titanfall 1, denn ich bin jetzt direkt in Titanfall 2 eingestiegen, aber was ich weiß ist, Roboter sind geil. Egal in welchem Spiel, Roboter sind einfach immer genial. Die neue Miliz Fort ist unterwegs, um eine von der IMC kontrollierten Planeten namens Typhon anzugreifen. Keine Zivilisten, ich weiß nur, dass es dort eine militärische Forschungseinrichtung der MIC gibt. An Bord der James McAllen setzt Captain Asmitoas, ein erstklassigen Pilot, meine Ausbildung fort. Ich weiß nicht, warum er beschlossen hat, mein Mentor zu werden, aber ich lasse mir die Chance auf keinen Fall entgehen. Okay. Es geht los, Pilot Cooper. Okay. Ach, Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Eins, wunderbar, dann fühlt sich zwei, das richtig an, Cooper? Ja, das fühlt sich richtig an. Ach, wegen Blicksteuerung. Ja, perfekt. Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Ja. Ich weiß um eigentlich gar nichts mehr. Zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ich sage, dass ich eingeschlafen bin. Viel besser. Okay. Nicht schlecht, nicht Eigentlich schlecht. Bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, ha? Das stimmt, das Sehr stimmt. Sehr gut, einfach drüber springen. Sicher?
Hui! Zahn zu. Aktiviere Jumpkit-Unterstützung. Jumpkits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jumpkits geht ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Hui! Ah, das war's eigentlich nicht, aber was soll's. Wunderschön, oder? Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Das sah so aus. Ich meine, allgemein noch recht schön, muss ich sagen. Da war nur alles drum und dran. Wasser. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Für die Freiheit, in Frieden und Wohlstand zu leben. Sage ich nicht nein dazu. Und die Wasserphysik irgendwie genau entgegen der Gesetze, die ich so quasi kenne. Okay. Wir sollten sicher gehen, dass ihr Jumpkit aktiv ist. Wie wär's mit einem kleinen Wandlauf? Ah, wunderbar, funktioniert. Gut, so geht's. Hehe. Hier drunter, ducken Sie sich. Ah. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Doppelgeist, okay. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Menschen wie ich also, okay. Heute sind wir die Jäger. Das ist doch schon mal schön, wenn man auf der anderen Seite ist. Quasi auf der Gewinnerseite. So, zack. Einmal durchbrauschen. Passt. Ja. Nice. Im Kampf läuft es nie so ab, wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die Sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Aha, ja, Moment, aber ich hätte auch gern die Waffe. Wäre das vielleicht möglich? Ein Kettensägenschwert. Okay, Schießstand, Moment. Altener. Er senkt sich. Es gibt nur die zwei hier. Und Masse, wie es ausschaut. Ach nee, warte. Ich habe hier noch was Schöneres gefunden und was Größeres. Okay, probieren wir doch mal die aus. Waffe laden. Waffe wird geladen. Zielen Sie über das Visier Ihrer Waffe, um präziser zu treffen. Mhm. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. Ja, das machen wir gleich. Gucken wir doch mal bei der hier hin. Okay. Spraywirkung. Okay, haben wir. Was bist denn du für eine? Interessante Waffen. Okay, Scharfschützengewehr definitiv. Ich würde mal sagen, die Maussensibilität ist noch ein bisschen zu weit unten für mich. Das müssen wir kurz noch ändern. Steuerung, Maßempfindlichkeit bei 8. Die müssen wir auf 9 machen. Ja, das scheint schon besser zu sein. Okay, was bist du für eine? Interessante Waffen. Ja, ich weiß. Aber das möchte ich jetzt noch kurz ausprobieren. Soweit, oh, Wingman. Hol Durchschlagskraft. Ich glaube, die hatten wir bereits. Ne, die hatten wir noch nicht. Die hatten wir schon. Die hatten wir auch schon. Ja, ich hatte mal auch schon. Passt soweit. Und du warst jetzt schon angefangen haben. Okay, passt. Mit jedem Mal ein bisschen rumgeschossen. Passt. Dann schauen wir nochmal. Hallöchen. Gehst jetzt zum Titan-Training? Das wäre nämlich interessant. Und wir nehmen die noch mit. Warum eigentlich nicht? Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg? 2 Minuten. Okay, ich bin gespannt. Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, bis sie zu einem Fleisch und Blut übergehen. Okay, alles klar. Ernsthaft? Ich kann sagen. Oh, nachladen soll ich natürlich nicht.
Hupale, einmal so. Okay, einmal nach oben. Dahin, hup. Ist hinüber. Theoretisch eigentlich ja. Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber was soll's. Weg mit dir. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so schlecht mit dabei. Okay. Haut hin. Puh. Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Okay. Ich muss Sie allerdings warnen. Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay, bleiben Sie im Parcours, solange Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. Ja, das können wir gleich machen. Was haben wir denn hier? Eine Autoschrotflinte. Okay, die ist natürlich auch nicht schlecht. Wir brauchen eher was mit wenig Streuwirkung. Mit 60. Die ist nicht so das Wahre. Einmal möchte ich es noch gemacht haben. Was zum Geier? Ach so, Scharfschützengewehr. Okay, das ist natürlich dafür nicht geeignet. Das schon hingegen schon. Okay, einmal probieren wir es noch. Und rein mit uns. Ernsthaft, wollte gerade sagen. Okay, das läuft nicht ganz so gut ab momentan. Überhaupt nicht sogar. Oh, das läuft schon wieder ein bisschen besser ab. Na komm, weg mit dir. Und noch ein bisschen Gas geben, Komm. Und ein bisschen besser. Ja. Das muss ich unbedingt Anderson erzählen, dem alten Hundesohn. 25 Sekunden. Okay, vergiss es. Ich bin nicht schnell genug dafür. Ich könnte es noch ewig machen, aber nein. Das passt schon. Schwierigkeitsgrad normal ist auch in Ordnung. Ich bin fertig. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen. Den Titan. Fordern wir einen an. Es wurde aber auch Zeit. Ich bin bereit. Guter Kampfgeist. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Was sagen Sie? Ja, es könnte ein bisschen eng hier werden. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nice. Nur Zuschütze. Fordern Sie Ihren ersten Titan an. Okay. V. Da oben am Himmel. Da ist er. Ich sehe nichts. Es ist so grell und so hell. Ah! Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon! Bitte was? Ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir! Alle Mann auf Gefechtsstand. Was ist hier los? Ich wollte gerade in den Titan einsteigen. Sauerei! Die töten uns. Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Ach komm. Anderson. Wir sehen uns dann unten. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Nein, nicht gut. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Achtung, Cooper, wir treffen uns am Landungsschiff. Das ist schön, aber ich wollte doch einen Titan. Ich wollte doch so einen Titan steuern. Oh. Okay, normal ist empfohlen. Wir machen auch normal, denn zu hart wäre auch nicht gut für uns.
war die Unterstützung für geheime SRS-Operationen von MIC besetzten Grenzgebiet. Okay. Heißt wohl, da kam die Invasion Invasionsflotte schneller an, oder die, was ist Invasionsflotte? Wir kamen einfach schneller an, als gedacht. Respawn Entertainment presents. Titanfall 2. Ich glaube, der Robotz läuft nicht so gut. Dankeschön dafür. So, und das im Kriegsgebiet. Wo ist ein Bier, wenn man es braucht? Ganz ruhig. Erstmal übergeben. Und auch nicht. Okay. Pistole. Okay, ich habe 2 Stück. Und komme mit der Abschussstelle. Okay. Dann werden wir doch mal gucken. Können wir was mitnehmen? Ich kann die 2... Ah, okay, ich kann austauschen. Ja, wir machen die einfach, das passt schon. Oh, halte ich ihn aber auch. Oh, da ist zwischen der Gegner. Okay, schon gesehen, schon geschehen. Ungünstig und schön Stich. Wo sind denn noch das? Noch welche? Schön, dass die Gegner genauso dumm sind wie ich. Sonst hätte man jetzt quasi Probleme an der Backe. Bessere Durchschlagskraft, so wie es ausschaut. Normale? Noch nicht ganz. Wo ist er? Oh, ich sehe gerade erste Titan hier. Oh, Hallöchen. Granatewerfer, weg mit dir. Aha. Hast du was gebracht? Bin mir gerade unsicher. Definitiv. Oh, da war was. Da kommen die nächsten. Okay, vergiss es. Da schmeißen wir nochmal eine rein. Warum nicht? Hallöchen aber auch. Hallöchen, Roboter. Weg mit dir. Nicht mit mir, Roboter. Oh. Okay, ich werde aufpassen. Jep, ich feiere schon auf Eis, nur keine Panik. Das werden wir auch nicht. Wo schießt der denn schon wieder drauf? Ich glaube, ich bin. Okay, so wie zu dem Thema. Weg mit dir. Es ist schön, wenn die Roboterchen quasi so einfach zu sehen sind. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Oh Gott! Ist das ein guter? Ich glaube, das ist kein guter. Nein, der ist rot, der ist böse. Aber der ist gut. Ja, definitiv. Ja, wunderbar. Ah, nice. Warum steckst du aus? Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Beste Muster. Feind-Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Söldner. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Aber. Okay.
Meine Güte! Der hat ein Schutzschild! Der hat ein Schutz... Unschön! Unschön! Nein, 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 nein! Ich glaube, das Kampfgebiet haben wir verloren, so wie es ausschaut. Klaut er da gerade die Ohren von denen? Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey Richter, lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! Ich glaube, das war kein Saubermachen, was der gemacht hat. Okay, heißt, die Operation ging massiv schief. Also so richtig schief sogar. Wer dich? Ja. Ich werde gerade gezogen. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Ganz gar nicht gut. Der lebt noch. Bitte lebt noch. Bitte lebt noch. Ich bin der einzigste von allen hier. Ich glaube, ich spinne. Was zum Geier? Was ist hier passiert? BT, was ist hier los? Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Kann man dir helfen, Kollege? BT. Übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Was? Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Aber. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Aber nein, nein, nicht so. Für den Moment zumindest kein schlechtes Grab. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Story fängt ja schon mal liebreizend an. Heide. Und das sieht ihr die ganze Zeit? Sie muss sich, der Typ ist sogar jünger als ich. Wenn auch nur ein bisschen. Mhm. Alles okay soweit. Okay. Ja, dem geht's nicht mehr ganz so gut. Ganz egal sogar. Unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar. Energiequelle, okay. Ich schaffe eine aufgeladene Titan-Batterie. Okay, werden wir machen. Ich wollte gerade sagen, Weltleben. Nein. Einfach nur nein. Sonst irgendwas von mir mitnehmen können, wahrscheinlich eher weniger, dann. Ah, da drüben, okay. Alles klar, alle Mechanik. Keiner da, wunderschön. Die Lade wird transferiert, es gibt ein neues Höhlendesign. Liz will, dass die Feuerbasis mit 4 Regimentern gesichert wird, bevor die Drakonin zu uns springt. Kappa 1 ist am Deck. Negativ, Kappa 1, ich brauche Sie in der Testanlage. Alpha 6, begeben Sie sich zur Feuerbasis. Sind unterwegs. Okay, da scheint immer noch was los zu sein. Nee, ich bin zufrieden mit dem, was wir haben. Ich hoffe, ein Aufklärung. Ach, wir sind noch nicht durch. Okay, wir sind noch nicht durch. Irgendwelche Tiere, irgendwelche Gegner?
Natürlich sind hier auch Gegner. Aber nichts, mit dem wir nicht fertig werden könnten. Ja. Sie haben versucht zu springen, aber haben es nicht geschafft. Vom 3. Grenadierregiment. An alle Überlebenden der Miliz sind auf dem Weg zum IMT-Sender an Position 772981. Hier ist Tarzan Denso vom 2. Infanterieregiment der Miliz. Sie hören Sie, Cole. Sie kommen durch die Aufbereitungsanlage zu Ihnen. Over. Verstanden. Haltet durch. Cole, Ende. Cool, okay, es leben doch noch welche hier. Pilotenhelm, 1 von 2 gefunden, okay. Brauche ich nochmal einen? Reicht ein Helm nicht aus, brauche ich nochmal einen, dann ein weiteres Upgrade. Was zum Geil transportiert die? Oh! Das scheinen wir weiter Kapseln zu sein. Und für 2016, es sieht echt gut aus. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, es sieht echt schön aus hier. Ich weiß, beschaffen Sie die Batterie. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Oh Gott! Miliz, hier spricht General Mada von der Interstellar Manufacturing Corporation. Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Offizier. Falls Sie sich weigern, werden Sie eliminiert. Ah, und der sagt mir dann, wie ich weitergehen muss. Okay, ich habe noch keinen Doppeljump, stelle ich fest. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof von mir. Nur auf ein bisschen doof. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Muss man ja auch erstmal wissen, dass das Ding noch nicht zu 100% auf mich abgestimmt ist und ich noch nicht alles habe. Irgendwas? Nein, nichts. Dankeschön. Wo ist immer wieder mal aufploppt? Juhu, und zack, und zack. Irgendwas möchten, ich sehe. Nein, ihr werdet mich natürlich nicht sehen. Oh. Danke dafür. Habe ich denn... Ich hätte gedacht, ich hätte einen... Okay, einen habe ich auf jeden Fall runtergeboxt. Den anderen habe ich, glaube ich, hier gegen die Wand gedabbert. F-Nahangriff. Mein Gott, kann ich zuhauen. Heidewitzka, du Heidewitzka. Warum dient ihr bei mir bei unserer? Die scheint relativ gut zu funktionieren. Ich habe jetzt keinen Bock, hier durchzulaufen. Warum sind hier überhaupt welche unterwegs, frage ich mich gerade. Okay, 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 okay. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Treffen könnt ihr auf jeden Fall nicht. Wie viel Kopfschüsse braucht ihr denn bitte? Kann ich denn... Ich kann nicht nach links rüberlehnen. Schade. Oh, Hallöchen. Der Helm ist echt gut, wenn er so viele Schüsse aushält. Ihr habt es auch nicht gelernt, oder? Dahin zu laufen ist tödlich für euch. Okay, gut. Ich meine, oh, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Theoretisch zumindest. Op, 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 op. Okay, da war gerade jemand und hat. Oh. Wo? Wo? Ach, da hinten, jetzt da. Könntest du bitte auch. Oh, ich habe keine Granaten, Mist. Oh, da bist du. Bam. So, danke schön dafür. Nächste Waffe genommen. Wo, 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 wo. Hab ich dich? Yep, der nächste, wo wegfällt. Aber immer noch mal irgendwo eine kleine Drohne. Ich weiß, dass sie... Oh, oh. Ich würde mal sagen, weg mit euch. Hehehe.
Du fließt mir nicht, du fließt mir auch nicht. Weiter weg, wunderschön. Natürlich könnt ihr nicht sehen, weil ich mich jetzt gerade verstecke. Und gerade mein Alarm losgegangen ist. Deswegen kommt hier mein kleiner Cut, weil ich weiß nämlich nicht, wie lange immer die Missionen sind. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann quasi aus dem Busch heraus nach oben angreifen, um den Gegner quasi fähig zu machen und herauszufinden, inwieweit unsere Kollegen denn noch da sind. Aber bis dato hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge mit dabei sein könnt. Macht's gut und wie immer, tschüss alle.